Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einem kleinen Tutorial-Video zu Star Wars Empire at War. Und zwar habe ich die Frage bekommen, es gibt diese wunderschöne Mod zu Star Wars Empire at War. Das ist eine Remake-Mod. Die habe ich im Livestream auch schon gespielt und es kam die Frage, hey, wie installiere ich denn diese Mod überhaupt? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache euch ein kleines Tutorial-Video dazu, weil es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also normalerweise kennen wir das, es gibt ein Mod-Verzeichnis, man lädt sich eine Mod runter, haut das da rein, aktiviert im Spiel Mod, fertig. So in etwa funktioniert es bei Empire at War auch, aber weil das Spiel schon etwas älter ist, ist es noch ein bisschen schwieriger. Und da gehen wir jetzt quasi einmal kurz durch, zeige euch, dass das dauert auch gar nicht lange. Und den Anfang machen wir, ihr müsst auf die Seite www.moddb.com. Den Link zum Mod packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung, das könnt ihr euch da jederzeit angucken. Ansonsten, wenn ihr mit ModDB noch nicht vertraut seid, ganz kurz, ich zeige euch das einmal, wie man es finden kann. Und zwar, wenn ihr auf moddb.com geht, dann habt ihr oben eine Suchzeile. Da gebt ihr jetzt einfach ein Empire at War. Und da seht ihr auch schon, da kommt auch schon direkt gleich vorne hier die Mod raus. Da kann man dann einfach draufklicken. Und wir sind direkt bei Empire at War Remake Galactic Civil War. Das ist die aktuellste Version. Da kann man dann alle möglichen Informationen finden. Was ist das Spiel oder die Mod? Wie funktioniert das? Updates von den Entwicklern und, und. Also jede Menge Sachen. Was uns jetzt interessiert, ist hier dieser kleine Reiter namens Files. Da klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr zu allen Files, zu allen Dateien, die bisher hochgeladen wurden und aktuell ist das die Version 2.0, also Empire at War Remake Lite 2.0. Die anderen könntet ihr theoretisch auch machen, würde ich euch aber nicht empfehlen, die ist nicht so toll. Da klickt ihr einfach drauf, geht auf Download Now, dann kommt dann hier entsprechend dann das Download-Fenster und dann startet der Download. Man sieht das dann hier unten, ist dann in x Minuten fertig. Ich werde jetzt den Download aber mal abbrechen, weil ich habe das ja schon längst. Also da kriegt ihr die Mod her und könnt ihn da runterladen. Ist 1,5 GB groß, je nachdem wie groß eure Internetleitung ist, könnt ihr da vielleicht ein bisschen Zeit veranschlagen. Bei mir dauert so ungefähr 20 Minuten, je nach Leitungsauslastung bzw. Serverauslastung. Gut, wenn ihr das Ganze jetzt habt, dann könnt ihr die RAR-Datei öffnen, die ihr da bekommt. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das runtergeladen ist. Und bis dahin könnt ihr schon mal ein bisschen was vorbereiten. Und zwar geht ihr in euer Steam-Verzeichnis. In eurem Steam-Verzeichnis habt ihr ja verschiedenste Sachen. Und wenn ihr noch nie in eurem Steam-Verzeichnis gewesen seid, dann ist das tatsächlich ein wenig unübersichtlich, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist gar nicht so schlimm. Und zwar geht ihr in euer Steam-Verzeichnis und dann gibt es hier den Ordner Steam Apps. In dem Ordner Steam Apps habt ihr alle möglichen Sachen. Da sind irgendwelche Workshop-Mods, temporäre Dateien und. Braucht euch nicht zu interessieren. Was euch interessiert, ist hier oben der Ordner Common. Da geht ihr rein und dort findet ihr alle eure derzeit installierten Spiele, die ihr bei Steam gekauft und installiert habt. Da guckt ihr dann drauf, gibt es hier dann Star Wars Empire at War. Und das ist jetzt das Wichtige, diese Mod ist ganz speziell nur für die Erweiterung Forces of Corruption. Wenn ihr die Erweiterung Forces of Corruption nicht habt, könnt ihr diese Mod nicht spielen. Die Erweiterung gibt es natürlich entweder einzeln zu kaufen, wenn ihr bisher nur die Grundversion hattet, oder es gibt es auch in der Gold-Edition, kann man das Spiel kaufen, wenn ihr das Spiel noch gar nicht habt. Und in der Gold-Edition ist natürlich die klassische Version und auch das Add-on Forces of Corruption drin. Und wie gesagt, das ist wichtig, ihr müsst dieses Add-on müsst ihr besitzen, ansonsten funktioniert diese Mod nicht, weil das speziell extra für Forces of Corruption kreiert wurde. Okay. Zurück zum Thema.
Ihr seid jetzt im Verzeichnis Star Wars Empire at War. Geht dort auf den Ordner Corruption. Da sind sämtliche Daten für das Add-on drin, die notwendig sind. Und dann müsst ihr einen neuen Ordner erstellen. Ich habe den jetzt hier schon. Der heißt Mods, also ne, neuer Ordner. Zack, den nennt ihr Mods. Und da ich den jetzt schon habe, kann ich den natürlich nicht erstellen. Deswegen lösche ich den jetzt einfach gerade mal wieder und dann ist das gut. Also, ihr erstellt euch das Mod-Verzeichnis in dem Unterordner Corruption. Und dann, wenn dann irgendwann der Download fertig ist, geht ihr in eure RAR-Datei und da ist dann dieser Ordner EAW-Remake. Das zieht ihr einfach per Drag-and-Drop einfach zack hier in das Ganze rein in den Mod-Ordner. Und wenn ihr das habt, dann ja, sieht das dann ungefähr so aus wie bei mir. Ich habe da jetzt noch die alte Mod-Version drauf, ist ein bisschen, gut, ich könnte die eigentlich gerade mal löschen, fällt mir da gerade spontan ein. Also, weg damit, brauchen wir nicht. Und das heißt also, ihr habt dann hier den Ordner EAW-Remake. Jetzt habt ihr grundsätzlich alles schon erfüllt, was ihr braucht. Und wenn ihr jetzt das Spiel starten würdet, hättet ihr in den Optionen bei den Mods die Möglichkeit, diesen theoretisch zu aktivieren. Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber leider nicht so einfach. Deswegen gibt es einen kleinen Trick, nämlich Trick 17, um das trotzdem hinzubekommen. Und zwar, wenn ihr das Ding habt, geht ihr danach auf Steam und geht hier links auf der Leiste auf euren Star Wars Empire at War Goldpack in meinem Falle oder dann halt Forces of Corruption, je nachdem, was bei euch richtig ist. Also geht hier links in der Navigationsleiste bei allen Spielen in euren Star Wars Empire at War Ordner rein und könnt dann Rechtsklick drauf machen. Da habt ihr dann ja die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und unter Eigenschaften findet ihr dann einen Unterpunkt. Das ist hier Startoptionen festlegen. Wenn ihr da draufklickt, ist das, wenn ihr noch nichts gemacht habt, ist das Ding leer. Also da steht nichts drin und es wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Option nur für fortgeschrittene Benutzer ist. Also ein bisschen aufpassen. Und da tragt ihr dann das ein, was ich hier eingetragen habe. Also SWFOC, Leerzeichen, ModPath gleich Mods slash EAW-Remake. Im Endeffekt ist das einfach, ihr sagt dem Spiel jetzt, wo man diese Mod finden kann. Und beim Start von Forces of Corruption wird automatisch dieses Verzeichnis abgerufen, dieses Mod-Verzeichnis. Und das bedeutet, dass das Spiel nicht in der normalen Version gestartet wird, sondern dass das überschrieben wird und es werden dann die Dateien von dem Remake-Mod genutzt. Und wie gesagt, ihr könntet im Spiel das theoretisch auch einstellen, aber das hat bei mir zumindest nicht funktioniert, also bin ich auch diesen Weg gegangen. Es hat mich ein bisschen Sucherei gekostet, bis ich das tatsächlich gefunden habe. Deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich euch das jetzt so erkläre. Und natürlich packe ich euch in die Beschreibung den genauen Datei-Wortlaut, also diesen Pfad, den ihr hier eingeben müsst, natürlich unten rein, ist klar, damit ihr das dann auch wisst. Dann müsst ihr im Video nicht hin und her gucken und schauen, wie man das genau geschrieben hat. Also, wenn ihr das eingegeben habt, genau so wie das ist, beziehungsweise ihr müsst EAW Remake, müsst ihr ändern in den Namen des Verzeichnisses, das ihr erstellt habt. Also, wenn ihr jetzt hier das Ding einfach nur rübergezogen habt und dann mit nichts anderes mehr macht, seid ihr safe, easy peasy, läuft. Wenn ihr das aber nicht gemacht habt und ihr sagt jetzt zum Beispiel, das Ding nenne ich jetzt mal Remake-Mod. So, zack. Dann müsst ihr entsprechend hier in eurem Startoptionsfenster müsst ihr dann EAW Remake ersetzen mit dem genauen Ordnername, also Remake-Mod. So, damit das Spiel auf jeden Fall den Pfad zu dieser Mod finden kann. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann funktioniert das Ganze dann auch wieder. Ja, dann funktioniert bei euch auch das Spiel und wenn ihr es startet über Forces of Corruption, also ihr könnt dann ja entweder, wenn ihr jetzt auf Spielen drückt, kommt hier Auswahl Forces of Corruption oder alternativ Rechtsklick könnt ihr dann natürlich auch das Spiel direkt über Forces of Corruption starten. Dann habt ihr auch genauso viel Spaß wie ich mit dieser wunderschönen Mod und ihr könnt die neue Grafik, die abgedatete Grafik für die quasi 2018er Version von Empire at War wunderbar benutzen und ich hoffe, das hilft euch.
dass ihr das auch zum Laufen bekommt. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal und schreibt vielleicht in die Kommentare, wenn ihr andere Spiele habt, wo ihr nicht so genau wisst, wie mache ich denn da jetzt Mods eigentlich rein? Ich habe ja auch so ein paar und ich modde auch gerne das eine oder andere Spiel, insbesondere natürlich hier Sins of a Solar Empire Rebellion, da ist ja die Modfülle enorm. Also wenn ihr irgendwo Fragen habt zu Mods oder sowas, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich gucke mal, ob ich da für euch was tun kann. Ansonsten, wie gesagt, Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt das Video mit allen, die da bestimmt Interesse dran haben. Und ansonsten sehen wir uns bei einem der anderen Videos hier auf meinem Kanal. Und bis dahin, ich bin der Simme, stay tuned, ciao.